Der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd hat gestern in einem hochinteressanten Beitrag in der South China Morning Post das Treffen jetzt in Washington zwischen den USA und China oder deren Delegationen als wahrscheinlich letzte Chance bezeichnet, um Schlimmeres zu verhindern, um einen ökonomischen GAU zu verhindern, wie er etwa in der Finanzkrise passiert ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Allein die Voraussetzungen für diesen Deal, für dieses Treffen sind denkbar ungünstig, nachdem die USA gestern wieder Maßnahmen erlassen haben gegen chinesische Offizielle. Aber schauen wir uns erstmal diesen Artikel von Kevin Rudd an. Hier sehen wir dieses wunderbare Beispiel, wie man sich gegenseitig die Pistole vor die Nase hält. Und Rudd macht hier Vorschläge, was man tun könnte, um die ganze Geschichte zu entspannen. Allein es wird wohl nicht dazu kommen. Denn es geht eben hier um größere Dinge. Der australische Premier kennt ja beide Seiten. Australien hat das Wertesystem, wenn man so will, der angelsächsischen Welt. Aber Haupthandelspartner ist China, war sehr, sehr oft dort. Er kann sich reinversetzen in die Lage beider Nationen. Aber es geht eben hier um Geopolitik. Es geht eben hier um Dominanz. Es geht um Hegemonie. Und die Amerikaner wollen diese Hegemonialstellung behalten. Die Chinesen wollen sich entfalten. Und es dreht sich vor allem um ein Gebiet, das für die Chinesen extrem zentral ist, was für Peking extrem zentral ist, nämlich die Provinz Xinjiang. Das ist im Westen, im strukturschwachen Westen, jene Provinz, in der die Uiguren leben, ein turksprachiges, muslimisches Volk, das, wie man hier im Westen sagt, und wahrscheinlich ist es auch so der Fall, stark unterdrückt wird durch Peking. Es ist schlichtweg so, dass diese zentrale Provinz oder diese Provinz zentral ist für die Seidenstraße, für den Hub nach Westen rein. Da wird in der Hauptstadt dieser Provinz ein gigantisches Infrastrukturprojekt durchgezogen, als Hub eben Richtung Europa. Und das ist für Peking eben derartig zentral. Jetzt kommen die Amerikaner und haben gestern eben Unternehmen und chinesische Beamte sanktioniert durch Visa-Bans, die damit zusammenhängen, dass diese Leute oder diese Firmen verdächtigt werden, eben hier im Unterdrückungsapparat gegen die Uiguren teilzuhaben. Pompeo hat gestern dann nochmal getweetet, wir fordern die Chinesen ultimativ auf, das zu beenden. Gestern hat Peter Navarro, der Wirtschaftsberater von Donald Trump, gesagt, ja, das hat doch mit dem Thema Handelsdeal überhaupt nichts zu tun, aber völlig klar hat es damit was zu tun. Gestern Nacht dann noch die Botschaft der Chinesen in Washington mit einer scharfen Erwiderung, das sei Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas, ähnlich wie Hongkong. So sieht es Peking, da haben die Amerikaner nichts zu suchen. Dementsprechend sind die Fronten jetzt sehr stark verhärtet und vielleicht ist sogar noch eine Absage in letzter Sekunde dieses Besuchs von Liu He und seiner großen Delegation möglich. Wir werden sehen. Allerdings müsste die dann sehr bald erfolgen. Also, da ist einiges am Start. Die Fronten sind verhärtet. Wie da eine Lösung kommen soll, wie da ein großer Deal kommen soll, den Trump anmahnt und andere, das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Dementsprechend eine nicht geringe Chance des Scheiterns. Dementsprechend die Wall Street gestern dann auf Tagestief geschlossen. Und das, obwohl ein Mann stark geholfen hat, nämlich dieser hier, Jerome Powell, der wieder mal gesagt hat, naja, die Wirtschaft ist gut in den USA, aber die Risiken, die externen Risiken würden zunehmen. Es sind immer die Risiken der anderen, nicht die Risiken der USA selbst. Wenn man US-Medien sieht, dann nach wie vor ja die These, ja, die Chinesen hätten noch mehr zu verlieren. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich glaube es eher andersrum, denn die Chinesen haben noch einigermaßen Raum für fiskalische Maßnahmen, können noch Zinsen senken, das können die Amerikaner auch, aber es ist eine reine Konsumgesellschaft, die bis Oberkante, Unterlippe verschuldet ist, da ist nicht viel Spielraum. Und wenn ich dann einen solchen Handelskrieg führe, dann kann das Ganze für den Konsumenten unangenehm werden. Und wie gesagt, da ist nicht viel Luft bei den Amis, die leben von Paycheck zu Paycheck. Jetzt hat gestern Paul nochmal den Märkten geholfen, indem er von einer Bilanzausweitung gesprochen hat. Da wird wohl dann ab November die Fed ihre Bilanz ausweiten, damit diese Unsicherheiten, diese Probleme am Repo-Markt zu adressieren. Er hat klar versucht, sich abzugrenzen gegen QE. Nein, nein, das sei kein QE, aber im Endeffekt läuft es eben wie QE auf eine Ausweitung der Bilanzsumme hinaus. Und schauen wir uns mal an, dieses Upcoming QE, wie das hier genannt wird, dürfte das Volumen haben wie das QE 1 in der Summe, das zwischen März und Oktober
2009 stattgefunden hat. Also da ist einiges in der Mache. Das war gestern schon ein heftiger Handelstag. Gleichwohl hat eben diese QI-Ankündigung, die Nicht-QI-Ankündigung, Entschuldigung, es darf ja nicht QI heißen, aber die hatte dazu geführt, dass die Märkte in den USA nochmal nach oben gelaufen sind, um dann aber doch nochmal richtig runterzukommen. Man sieht eigentlich jetzt das, was Sven Henrik hier großartig auf den Punkt bringt. Er sagt hier, niemand wird die Geldpolitik jemals normalisieren. Es ist unmöglich, es kann nicht passieren und sie werden nie zugeben, dass sie gar nicht anders können, weil sonst die Dinge abschmieren. Das ist sozusagen ein Beleg dafür, wie fragil dieses Konstrukt ist. Und dann dieser herrliche Sarkasmus von Henrik, der sagt, Kapitalismus ist ein großartiges System freier Marktstrukturen, das großartigste freie System, das jemals geschaffen wurde. Das Problem ist nur, dass es permanenter Intervention bedarf, damit es weiter existieren kann. Ein Widerspruch in sich, aber es bringt die Dinge auf den Punkt. Wir haben heute wenige Daten. Wir haben das FED-Protokoll gestern, die Erzeugerpreise erstaunlich stark gefallen. Größter Fall seit 2015, deflationäre Tendenzen, die wir also hier sehen. Und das hat auch mit dem Handelskrieg zu tun. Wir sehen, dass gleichwohl die Verschuldung der US-Firmen derzeit in Relation zum amerikanischen BIP auf einem Allzeithoch ist. Auch das ist besonders ermutigend. Wir sehen, dass die Privatinvestoren in den USA ziemlich all-in investiert sind. Wir haben die höchste Aktienquote beim AAII Sentiment Survey seit März 2018. Also es ist durchaus nicht so, dass das Geld nur an der Seitenlinie parken würde. Das ist eher falsch. Wir sehen, dass wir hier mal Produkte zeigen oder ich mal Produkte zeige, die hier mit dem Handelskrieg in Beziehung stehen, respektive wer exportiert und importiert eigentlich was. Die Amerikaner exportieren Flugzeuge vorwiegend und Sojabohnen, während eben die Chinesen Technik, Smartphones, Computer, Elektroroller und so weiter, also technische Produkte exportieren. Auch das ist schon ein Beleg dafür, für die Deindustrialisierung der Amerikaner. Die exportieren Sojabohnen und okay, noch ein paar Flugzeuge, aber das war's dann wohl. Schauen wir uns abschließend noch diese Grafik an. Wir sehen, dass die Market Implied Odds of US-China Trade Deal stark gesunken sind. Also die implizierten Wahrscheinlichkeiten, dass es zu einem Deal kommen wird. Die Aktienmärkte haben das ein Stück weit schon eingepreist, aber eben nur ein kleines Stück weit. So wahnsinnig viel ist da noch nicht passiert, kann aber noch passieren. Das ist sozusagen das Problem, das die Märkte jetzt haben. Schauen wir uns mal die Situation an den Aktienmärkten an, die Charts von Capital.com, by the way. Wir sehen hier, dass der DAX eigentlich relativ seitwärts läuft mit leichter Schwäche seit einiger Zeit. Aber wir sehen in den USA, dass die Dinge komplizierter sind. Wir sehen hier den S&P 500 bei 2896. Gestern nochmal dieses Aufbäumen in Richtung 2900er Marke, 2920, 30 in dieser Zone. Aber dann kam eben dieser Visa-Bann gegen die Chinesen und bums ging es nach unten. Es hat nicht geholfen, dass Jerome Powell hier praktisch auch indirekt eine Zinssenkung angekündigt hat, indem er gesagt hat, we will act as appropriate. Wir sind datenabhängig, ja, und die Daten sind in letzter Zeit wieder deutlich schlechter geworden. Wir haben den Dow Jones bei 26.214 sehen, dass die Gemeinschaftswährung bei 1,0959 handelt. Gold kann über der 1500er Marke sich halten bei 1505 und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $52.53. Also die Voraussetzungen für diese Gespräche zwischen den USA und China sind denkbar, extrem denkbar ungünstig, weil die Amerikaner nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dass diese ganze Uiguren-Thematik natürlich in diesen Gesamtkomplex zu integrieren ist. Das ist keine andere Baustelle, das gehört mit dazu. Für die Chinesen gehört es mit dazu und wenn es für die Chinesen mit dazu gehört, dann gehört es mit dazu. Das ist immer so, auch in Partnerschaften, Befindlichkeiten des anderen muss man ernst nehmen, sonst hat man ein Problem, auch wenn man sie für unbegründet hält. Jedenfalls ist das jetzt die entscheidende Frage. Die Märkte haben schon x-fach jetzt einen Handelsdeal eingepreist und wenn selbst die Fed mit ihren Ankündigungen hier Zinsen zu senken, das war implizit eigentlich in den Aussagen von Paul, plus noch eine Art Bilanzausweitung in Klammern QI, aber nicht QI wirklich genannt werden dürfen. Wenn das passiert und die Märkte dennoch nicht steigen, dann muss man sich schon fragen,
wie es um die innere Struktur dieser Märkte steht. Wir sehen, dass diese von Hedgefonds, von großen Playern geliebten Aktien wie die FANG-Aktien nicht mehr gut laufen. Wir sehen so viele Brüche und Risse innerhalb des Systems. Wir sehen negative Divergenzen, die sich jetzt offenkundig so langsam entfalten. Aber vielleicht geschieht ein Wunder. Ich hatte es gestern schon gesagt, Donald Trump ist zu allen Dingen fähig. Könnte sein, dass er dann plötzlich sagt, ich habe es mir anders überlegt, habe nie was anderes gesagt, oder? Genau das ist nicht ausgeschlossen. Jetzt wünsche ich erstmal guten Start in diesen heutigen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.